herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich diesen CLK 500 gekauft und überführt. Da war ich fast 10 Stunden unterwegs. Wenn ihr Bock habt, zieht euch das Video nochmal rein. Das verlinke ich euch hier irgendwo. Und da habe ich ja schon gesagt, dass mir so ein paar Sachen aufgefallen sind an dem Auto und ich eigentlich mal jemanden fragen müsste, der sich ja speziell mit solchen alten Benz-Dingern auskennt und weiß, was da so für Macken sind, was normal ist und so weiter. Und da habe ich drüber nachgedacht und da ist mir sofort der Hagen eingefallen. Viele werden ihn unter Hagen Amstep oder Hagen Lause hier auf YouTube auch kennen. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ich hatte ihn angerufen, gefragt, du Hagen, kannst du dir mal mit mir zusammen in die Karre angucken? Sagt er, klar, komm vorbei. Und da fahre ich jetzt hin. Und wenn ihr übrigens so ein bisschen mehr auch up-to-date sein wollt, was ich jetzt vorhabe mit der Karre, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram und Facebook folgen. Da werde ich nämlich immer als erstes die, ja, die Sachen so posten und zeigen, was ich mit der Karre so mache. So, da sind wir angekommen. Mal gucken, dass wir hier direkt den Chefparkplatz kriegen, direkt vor der Tür für uns freigehalten. Und direkt gucken, dass wir hier den Chef selbst, höchst selbst direkt überraschen. Markus! Hagen! Das ist auch endlich geschafft in die Welt der 500er hier. Ja, richtig. Kennzeichen 306. Ja, du hast das ja vom Liebhaber gekauft, ne? Ja, genau. Aus Stuttgart. Schön Silber. Das ist Avantgarde-Paket, ne? Gehfähig, nicht original. Nicht original? Nee. Also nicht mit der Ausstattung. Aber felgentechnisch, wie ich dich kenne, bist du da eh. Was machen noch, ne? Wieso diese nicht original? Sagst du nicht da drauf oder generell nicht? Das, doch, generell wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, oft mit der Ausstattung nicht. Also die AMG-Felgen in der Größe ohne AMG-Paket. Ja. Ja, glaube ich. Aber ist ja egal. Wie gesagt, du haust da eh, ne? Aber. Da kommen ganz natürlich hier Schlüssel. Das ist schon eine Sache. Wollen wir das gleich mal auf die Bühne schmeißen, das Tank oder so? Ja, klar. Oder sollen wir erstmal kurz eine Runde drehen? Warte, ich steige mal drüber ein. 240 gelaufen. Willst du mir jetzt sagen, dass das viel ist für so ein M113? SRS-Lampe. Ja, das ist ganz normal, ne? Die ist aber gerade eben erst, ich schwöre, die ist gerade eben erst angegangen. Ja. Die war nicht an. Boah, wir haben an unserer G-Klasse, der hat ja auch M113, der 210 gerudert, glaube ich. So an sich sind das unzerstörbare Motoren, aber du hast das schon. Aber jetzt ist sie aus, ne? Wenn du anfängst, ich habe sie weggedrückt. Wenn du anfängst daran zu schrauben, gerade mit dem Alter jetzt, sag mal, mit den ganzen Gummiteilen und so weiter, da und gerade wenn schon mal jemand dran geschraubt hat, der es nicht kann. Bei uns waren auch alle möglichen Gewinde im Arsch, die wir nachschrauben mussten, so in ganz komischen Größen und ja. Weißt du, was das ist? Was? Das Klackern eben irgendwie von der Lüftung, irgendwas war da, klackert halt, das ist schon weg. Also wenn man ihn anmacht, dann klackert das irgendwie. Aber dass jetzt diese Warnleuchte eben an war, so, das ist wirklich ganz neu. Mhm. Oh, Gutbringer. Jo. Natürlich. CLK hatte ich noch nie tatsächlich. Nee. Ja, nur große Dinger, ne? CL. Jetzt ist es wieder an. Ne, jetzt wieder aus. Komisch. Ja, die SRS-Lampe hat auch mit der Sitzbelegung mal irgendwas zu tun. Vielleicht, was, echt? Vielleicht bist du mit Beifahrer noch nie gefahren. Nee. Obwohl, der ist auch waschen an, wo ich... Ja. Muss ich mir nochmal angucken. Also, tatsächlich schon der erste Fehler so, ne? Das Dekor ist ja eigentlich ganz cool hier. Das sieht auch original aus. Ja, ich weiß das gar nicht, dass es das sogar, wie gesagt, CLK bin ich jetzt auch nicht mega drin. Aber es sieht eigentlich ganz fesch aus, ne? Ja, es wirkt so ein bisschen billig, ist aber ist halt mein der Gott. C-Klasse, ne? Ist halt keine Aber das, was ich damit vorhabe, ich habe dir schon so ein paar Sachen erzählt, ich habe es noch nicht verraten, aber ich habe dir schon ein bisschen was erzählt, was ich damit vorhabe. Das geht dann mit dem CL nicht so. Ja, aber was sagst du, erster Eindruck so vom Motorlauf? Abgesehen davon, dass diese Warnleuchte direkt anging. Immer, ne? Was ich hatte den Eindruck, dass wenn man im Leerlauf ist, dass man so ein bisschen Zünd aussetzt. Ist normal? Ja, kann auch mit Motorlager zusammenhängen. Ja, Motorlager habe ich tatsächlich gar nicht kontrolliert so richtig. Nicht den Tacho fällen. Hey, sag mal, Markus, willst du mich in den Knast bringen jetzt wieder? Da schneidest du mit der raus. Ja, klar. Aber die SSR-Lampe oder SRS-Lampe direkt wieder an. Das ist ja. Das ist echt eine schwammige Lenkung bei den Fingern, ne? Ja, was mir auch echt aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist, dass das, also die Spur, die scheint total verstellt zu sein. Also ich habe tatsächlich fahrwerksmäßig schon so ein bisschen was besorgt.
Ja, aber dann musst du auch von ausgehen, ne? Wenn so ein Ding, also ich weiß ja nicht, aus wie viel der Hand du den geholt hast. Oh, aber gerade wenn jemand. 8., 7., keine Ahnung. Ja, dann. Vorbesitzer war aber ein Mechaniker, also der auch bei Mercedes arbeitet. Hat jetzt, glaube ich, nicht viel zu heißen. Die wissen wahrscheinlich am besten, wie man pfuscht. Der Schuster hat die schlechtesten Leisten, oder wie sagt man? Ein Schuster bleibt bei deinen Leisten, glaube ich. Nee, irgendwie sieht man das so. Oder der Schuster die schlechtesten Schuhe oder der. Nee, der dümmste Bauer hat die dicksten Karten. Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir schmeißen das Ding mal auf die Bühne hier. Mach mal hoch das Ding. Du machst hier seine Bühne hoch, ey. Hier. Was? Bin ich zu blöd, eine Bühne zu bedienen, oder? Nach rechts drehen am besten. Ah. Hier haben wir ein bisschen Karies, ne? Aber. Ich sag mal, ich sag dir mal, was da gekostet hat. Oder was schätzt du? Musst du gleich sagen. Sag gleich mal, was du schätzt, was der gekostet hat. Also das ist mir schon direkt aufgefallen. Gut, Reifen sind runter. Da so ein bisschen. 3,5. 3,5? Nee, ein mehr. Mhm. Die Reifen, die sehen richtig schlimm aus. Hier ist halt auch so ein bisschen am Ölen, ne? Hat er eine 5G oder 7G? 5. Ja. Das ist auch so ein bisschen, wo ich nicht wusste, also man kann, glaube ich, nicht richtig manuell damit schalten, ne? Nee, nur mit dem... Genau, man kann nur begrenzen, ja, wie weit er hochschalten soll, ne? Ja, das ist halt so ein bisschen, dass er hier so ein bisschen ölt. Weißt du, was das sein kann? Als alter M113-Spezialist? Ja, Kurbelwellensimmerring oder Ölwanne vom Getriebe. Meinst du, dass das eine wilde Sache ist, der Kurbelwellensimmerring? Ein Getriebe halt raus, ne? Artem, lass mal... Markus, das machst du auch mit links oder nicht? Ja. Was hast du denn hier runter? Supersprint. Ja, Supersprint, eine richtige. W209 V8. Junge, Junge. Habe ich ja gar nicht gehört. War schon leise, das Ding, ne? Ist auch echt leise. Das hat ECE, ne? Ja. Hier ist so ein bisschen, aber das ist ja egal. Hier sieht man noch so ein bisschen was, ne? Dass da so ein bisschen was am Rosten ist oder sowas, ne? Aber ja, also die normalen Sachen. Reifen sind echt platt, also. Hier siehst du auch irgendwas. Da bin ich auch extra ganz, ganz langsam nach Hause getuckert nur. Ja. Aber wie gesagt, also ich sag mal so ein bisschen Rost hier und da. Wenn ich dann noch beim Fahrwerk beigehe, vielleicht baue ich den Hinterachslenker auch mal aus oder den Achsträger und hier ist den mal schön strahlen oder sowas, keine Ahnung. Neue Buchsen rein, weiß ich nicht. Ist ja nicht so viel Arbeit, oder? Bei einer Karre mussten wir mal ganze Hinterachse rausnehmen, weil da die Lager am Arsch waren. Aber ansonsten, wenn du so eine Karre kaufst, würde ich sagen, kannst du immer davon ausgehen, dass du mal, keine Ahnung, Querlenker, irgendwelche Traggelenke und sowas eh neu machst, ne? Ja. Also, du machst es ja ordentlich. Ja, sicher, sicher. Du bist ja auch kein Pfuscher. Nee. Du stehst ja mit deinem Gesicht hier vor YouTube auf seriöser Basis. Da muss natürlich auch alles ordentlich, vernünftig in Stand gesetzt werden. So, zustandsmäßig haben wir schon ein paar Autos von unten jetzt gesehen. Was ist das für ein Baujahr? 2002. Ja, das ist schon okay, ne, vom Zustand. Also, jetzt rostmäßig... Da von außen, es ist immer Baustellen. Da ist immer die Frage, was willst du daraus machen? Ich habe ja schon mitbekommen, du willst da, hast da große Pläne. Ja. Dann lohnt sich das natürlich, beziehungsweise setzt es fast voraus, dass man das auch alles richtig schick macht. Ne? Ja, also ich sag mal so, die Sachen hier, da ist so ein bisschen Rostansatz halt zu sehen. Überall hier am Differential, auch da noch am Achsträger. Ja, ich meine... Wir haben eine Eisstrahlmaschine. Müssen wir den Raum nur noch in Betrieb nehmen und dann kannst du da zumindest mal mit anfangen? Wie sind wir da schon hier? Das Einzige, was mich tatsächlich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen schockt, aber also mit dem Öl hier, das war eigentlich so, das habe ich nicht so ganz erwartet. Als ich den angeguckt habe, da war der... Hast du ihn nicht runtergelegt, ne? Ja, doch. Ich habe runtergeguckt. Aber ist auch tief, das Ding. Dann da so zu gucken, ist auch blöd. Ja, nee, wir hatten tatsächlich... Und der Rücken mit dem Alter. Der Rücken, Markus, ne? Ja, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber nee, das geht noch. Gar kein Problem. Und dann hast du den Leuten schon erzählt, was du damit machen willst? Nein, habe ich noch nicht erzählt. Was ich damit vorhabe, habe ich dir schon erzählt. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, mach das. Ich freue mich darauf, wenn das YouTube-Projekt läuft, verfolgst. Und vielleicht hast du am Ende keine Verwendung mehr dann für das Teil und dann schlage ich zu. Welche Felgen willst du darauf haben? Meine. Ja.
9,5 und 10. Jetzt will ich nicht zu viel sagen, weil dann weiß man gleich, dass es breiter wird. Das schneide ich ein bisschen raus oder übertüdel das, überpiept das. Das Auto schneidest du? Ja, es ist nicht so, deshalb ist es nicht ganz so wichtig oder nicht ganz so bitter, dass da, ich sag mal, Karies ohne Ende ist. Ne? Ja, ich sag mal, jetzt für das Projekt ein Tip-Top-Auto herzunehmen, wäre natürlich auch Quatsch, ne? Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das Auto ist, also bis auf das mit dem Öl, das ist jetzt so ein bisschen neu für mich, sag ich mal. Dass er so ein bisschen jault, wenn er auch warm ist, also ganz leicht. Ist das normal bei den M113-Dingern? Immer. Immer? Immer. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich glaube, Ölpumpe. Also ich habe ja in einem von deinen Videos gesehen, da hast du, glaube ich, den E55 geholt. Da sagtest du direkt auch, bei denen auch, das ist der gleiche Rumpfmotor, glaube ich, ne? Wenn es kalt ist, dann ist es die Ölpumpe. Beim Motor und Zimmer habe ich es auch ein paar Mal gesehen. Hier ist es halt so, wenn er warm ist und man ruhig ist, keine Musik hört und man fährt so Cruise so bei 60, 50, 40, dann hört man es auch ein bisschen jaulen. Die Dinger jaulen und schreien, das sind alte Mercedes-Dinger. Die wurden hier entwickelt zurzeit, Shareholder-Value-Dings. Das ist alles am Jaulen. Das ist so billig konstruiert alles, aber das ist bei den Motoren zumindest ja auch ein Vorteil. Weil die sind halt extrem solide dadurch, ne? Weil die billig konstruiert wurden, so ein Ami-Style. In Zusammenarbeit mit Chrysler. Ja. Also ich gedacht, jetzt müssen wir mal einen einfachen Motor, der nicht so teuer ist in der Herstellung, aber dafür funktioniert er halt auch. Und heute. Ich habe mir den deshalb ja auch geholt, weil erstmal wollte ich unbedingt einen V8 haben, weil ein bisschen Sound sollte schon da sein. Ich sag mal, der fährt auch eigentlich sich sehr angenehm, sehr komfortabel, sehr, kannst sehr gut damit cruisen. Kannst auch mal gut überholen oder sowas und weil die halt grundsolide sind. Hagen hat ja schon gesagt, was er bezahlt hätte. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr bezahlt. Bist du da jetzt entsetzt über den Preis? Entsetzt nicht. Aber ein Schnapper ist es halt jetzt auch nicht, ne? Also ich habe tatsächlich geguckt, ne? Ich habe im Netz geguckt, es gab wirklich kein 500 da, es sei denn, die Dinger sind richtig Rotze, ne? Ja. Der billiger war aktuell. Ja, ist doch gut. Du kannst deinen Titel packen gleich. Der billigste CLK 500 Deutschlands. Das habe ich im ersten Video schon gemacht. Das ist so ein innovatives. Achso, ist das jetzt das zweite schon? Das ist schon das zweite. Ja. Dann musst du Katastrophe. Motorschaden, Katastrophe, Fehlkauf. Mercedes-Benz-Experte. Achso. Bewertet, ja, mein Ziel. Richtig. Ja. Hast bei Zimmer keinen Termin bekommen, oder? Da habe ich dann gefallen. Ich habe ja gedacht, so weit will ich nicht fahren, da komme ich gar nicht an mit der Karre. Ja. Habe ich gedacht. So. Ja, ich glaube, das ist eine gute Basis, mein Lieber. Klar, ein bisschen Verschleißteile, ein bisschen hier Öl machen und so und dann aufflexen das Ding. Das Differential funktioniert schon mal. Es drehen beide in die unterschiedliche Richtung. Ne? Ja, das hört sich auch schon mal gut an, da die das Ankerplatte. Ja, irgendwas hat er. Ein Steinchen vielleicht hat. Na, ich hoffe, da kommt nicht noch mehr auf mich zu, ey. Also gut, du sagst gute Basis. Wenn er dann halt fertig ist, dann stelle ich ihn dir vielleicht noch mal vor. Vielleicht hast du ja dann auch Bock. Genau. Ja, wer weiß. Oder ich will ihn halt gar nicht mehr hergeben. Vielleicht bist du infiziert von Mercedes. Du bist ja eigentlich so ein BMW-Typ eigentlich, ne? Nee, gar nicht. Also eigentlich finde ich tatsächlich die Mercedes-Dinger viel, viel besser. Also BMW-Typ bin ich gar nicht. Gerade so M3, M4, also die klingen halt so ein bisschen. Da bin ich eher so der AMG V8-Typ so, ne? Hab jetzt noch nie so einen alten Benz gehabt, aber eigentlich, also vom Fahren her finde ich den eigentlich echt sehr, sehr cool. Ja, ja, M3, M4, die klingen wie nix. Lieber so ein schönen CLK. Ja, okay. Ich weiß, was du damit sagen willst. Eigentlich hätte ich mir C63 müssen, der war mir aber jetzt für. Ich wollte genau dieses Projekt machen. Also ich habe dir schon gesagt, was ich damit vorhab. Und also ich habe auch schon die meisten Sachen bestellt, alle, ne? Sind unterwegs oder schon da. Und ja, da wird es in den nächsten Videos dann nochmal richtig rund gehen. Ne? Oh, jetzt hast du einen guten Cliffhanger gebracht. Markus ist schon Vollblut-YouTuber. Jetzt hast du einen guten Cliffhanger, die nächsten Videos. Jetzt musst du noch sagen, wenn ihr die sehen wollt, Abo. Genau, Abo rein, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nicht, was mit der Karre hier passiert und wie es weitergeht. Ich hoffe, mich erwartet nicht noch mehr Negatives und nicht noch mehr Probleme an diesem Auto. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.